Der Hype ist ja wohl mal da, ne? Der wohl größte Popstar der Welt auf den Filmfestspielen in Venedig im Gepäck, seinen zweiten großen Kinofilm. Dazu jede Menge Skandale und Gerüchte im Hintergrund. Er liebt plötzlich die Regisseurin. Recast, Zoff hinter den Kulissen und bei den vielen Fragen kommt einer noch dazu. Ist das vielleicht einer der Filme des Jahres? Don't Worry Darling von Olivia Wilde mit Harry Styles, Florence Pugh und Chris Pine. Ab dem 22.09. im Kino. Wie packend und mindfuckig das Ganze ist, jetzt spoilerfrei. Willkommen in der Filmfabrik. Ich hab's. Konzentrier dich, genau hier. Wir machen Pain. Du und ich. Für immer. So, und egal wie geplant und kalkuliert dieser Hype um Don't Worry Darling ist, als Marketing hat das doch sicherlich schon mal ganz gut geholfen. Lassen wir jetzt auch mal diesen ganzen Gossip erstmal raus. Haben wir hier 2 Stunden Thriller und Psychospielchen. Doof gesagt, irgendwo zwischen Jordan Peele und vielleicht optisch auch einem Hauch Tom Ford. All ihr Ehefrauen. Wir Männer verlangen viel von euch. Wir verlangen Stärke. Ein Essen auf dem Tisch, ein sauberes Heim und vor allem Verschwiegenheit. Alice und Jack, gespielt von Florence Pugh und Harry Styles, leben ein schickes, sehr ansehnliches Leben in einer firmeneigenen Stadt. Er arbeitet für das Unternehmen Victory. Sie ist quasi Hausfrau. Wir sind in den 50er Jahren mit allen modischen, architektonischen und gesellschaftlichen Normen bzw. Trends. Jungs und ihr Spielzeug. Immerhin sind sie beschäftigt. Allen geht es gut, alles ist heiti-tai. Da kümmert sich vor allem der Firmen-CEO drum, Frank, gespielt von Chris Pine. Nur kann das alles wirklich sein? Da muss doch irgendwas falsch dran sein. Die perfekte heile Welt, ja, wo gibt es das denn? In dieser Stadt jedenfalls nicht. Zumindest zeigen sich die ersten oft zitierten Risse in der Fassade. Willkommen im Victory-Projekt. Wir sind alle hier, weil wir an die Mission glauben. Was tun wir? Wir verändern die Welt. Was tun wir? Wir verändern die Welt. So ist es. Olivia Wilde kennen wir unter anderem natürlich noch als Schauspielerin. Mit Booksmart hat sie einen für mich wirklich tollen ersten Film als Regisseurin abgeliefert. Stand jetzt ist sie auch mit Harry Styles zusammen, hat einen Film mit ihm am Start, über den die Welt zumindest in irgendeiner Weise sehr, sehr viel spricht. Und sei es eben, weil Harry Styles als Zugpferd gerade extrem gut zieht. Was Don't Worry Darling auf jeden Fall schafft und wo neben der grandiosen Kameraarbeit auch Olivia Wilde sicherlich einen großen Anteil dran haben dürfte, es ist ein optisch großartiger Film. Hollywood-Retro, Hochglanz, schöne Menschen, tolle Kulissen. Was glaubt ihr? Was machen sie wirklich da draußen? Was meinst du? Dazu dann im Mittelpunkt eine wirklich gut funktionierende Chemie zwischen Harry Styles und der sowieso so begnadeten Florence Pugh. Sie liefert mal wieder so dermaßen ab, macht einen fantastischen Job und wird viele von Harry Styles Hardcore-Fans nach diesem Film vielleicht gegen sich haben. Sie ist schließlich die Frau, die mit Harry intim werden durfte. Knickknack, uiuiui. Das Einzige, was sie von uns verlangen, ist, dass wir hier bleiben. Wo es sicher ist. Die beiden zusammen, einfach wirklich auch ein gutes Leinwandpaar und so oberflächlich meine Beschreibung des Looks war, so oberflächlich ist eben auch die Welt in Don't Worry Darling. Bis zu dem Moment, an dem eben Fragen gestellt werden. Wieso? Weshalb? Warum? Diese Fragen zu stellen sind aber in diesem Örtchen mit so leichten Sekten-Vibes ist ein bisschen schwierig, ist eigentlich verboten. Aber warum eigentlich? Wieso? Weshalb? Wisst ihr, was das Victory-Projekt genau ist? Habt ihr je gefragt? Was, du? Bitte. Was passiert hier eigentlich? Hör auf, Alice. Was, wenn wir hier in Gefahr sind? Was, wenn... Hör auf! Don't Worry Darling entwickelt sich anders, als ich es zumindest gedacht habe, sowohl in der künstlerischen Inszenierung als auch in der Erzählung. Ihr werdet es mitbekommen haben, deshalb ist das kein Spoiler, dieser Film hat einen Twist. Es gibt den Hashtag Don't Spoil Darling und auf diesen Twist wird hemmungslos zugesteuert. Das merkt man in jeder Sekunde und dann ist er irgendwann da und dann geht's los, weil dann werden die Diskussionen kommen, glaube ich. Jack, schon gut.
Ich möchte gern hören, worauf sie hinaus will. Mir ist dieser Twist nämlich etwas zu dünn, so wie die gesamte Story des Films. Es steht alles auf hauchdünnen, sehr wackeligen Beinen und eigentlich würden ein, zwei Kleinigkeiten an Änderungen oder Fragen, die man an diesen Film stellt, alles ad absurdum führen. Was genau, kann ich euch natürlich nicht sagen. Es hat eine gewisse, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, Pseudo-Deepness und wirkt nach dem Abspann auch so ein bisschen wie ein Jordan Peele mit dem Holzhammer. Es gibt viele, ganz viele Momente, wo ich eben an Peele denken musste, Atmosphäre und Erzählmuster. Da gibt es durchaus Parallelen. Ich weiß nicht, ob sie sich halt davon inspirieren lassen. Nur war es mir hier in Don't Worry Darling teilweise eben noch nicht so richtig dicht genug. Die erste Stunde hat so ein paar Längen. Generell hätte es mir gerne kompakter, intensiver sein dürfen, was aber schon wirklich sehr, sehr im Bereich des persönlichen Geschmacks ist. Das, was hinten raus passiert, das, was sich dann in einer Story über die 50er Jahre zusammenpuzzelt, das ist total up to date. Es hat gegenwärtige Aspekte und es ist ein durchaus tiefer Abgrund. Vielleicht ist all das aber auch in gewisser Weise an meinen Erwartungen dann gescheitert. Wobei gescheitert wirklich ein großes und schweres Wort für diesen Film ist. Du musst mir zuhören. Sie belügen uns die ganze Zeit. Ich habe Don't Worry Darling nämlich trotzdem sehr gerne gesehen, weil er optisch eben so glänzt, weil er mit Chris Pine auch einen Antagonisten hat, der komplett aufgeht. Auch er wirklich super. Florence Pugh, habe ich schon gesagt, als Speerspitze einer hyperfeministischen Grundidee. Da klickert jedes Zahnrad wirklich schon gut in das andere. Nur sind die Zahnräder vielleicht einfach ein bisschen schwerfälliger und nicht so filigran, wie ich es zuerst dachte. Was immer gut ist für einen Film, man hat keinen Moment, in dem man sagt, ah, jetzt kann ich aber mit Sicherheit aufs Klo gehen. Es gibt immer was, wo ihr denkt, oh, vielleicht verpasse ich's. Deshalb gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr geht mit Freunden und Bekannten rein, wollt einen spannenden gemeinsamen Kinoabend haben und danach vielleicht bei einem Absacker noch Gesprächsbedarf. Bingo, genau das wird funktionieren. Dann ist das euer Film. Sitzt ihr aber schon im Kino und lasst euch jetzt nicht nur von der Story und der Optik berieseln, sondern fangt an, Logik zu hinterfragen, stellt gewisse Prämissen zur Disposition, dann wird Don't Worry Darling möglicherweise dem Ganzen nicht standhalten können. Mit dem Ende der Premiere in Venedig ist der Startschuss für die Diskussion, die ich schon genannt habe, eigentlich gefallen. KritikerInnen sind sich uneinig, wenngleich mir die Bewertungen bislang deutlich zu schlecht ausfallen, als der Film es am Ende wirklich ist. Aber das ist ja das Schöne. Alle dürfen das ja immer noch selbst entscheiden. Nicht ich mache das. Ihr entscheidet, wenn ihr in diesen Film geht, wie ihr ihn findet. Und deshalb wundert es mich eigentlich immer noch, warum ihr hier dieses Video guckt und meine Einzelmeinung hören wollt. Aber danke dafür. Wir gehen nicht mehr zurück. Wir marschieren nach vorne. Also Don't Worry Darling, ab dem 22. September in den Kinos, geht da wirklich gerne rein, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ein Film ist, der auch im nächsten Jahr, wenn die Awards verliehen werden, durchaus noch eine Rolle spielen dürfte. Ich fand ihn cool, aber wie gesagt, vielleicht waren meine Erwartungen auch einfach zu hoch. Und ich will nicht hier sein. Nicht mehr. Geht rein und sagt gerne, wie ihr den Film gefunden habt. Bis dahin bedanke ich mich, dass ihr hier zumindest zugesehen habt. Habt einen schönen Abend in diesem Film. Macht es gut, bleibt gesund. Tschö und Peace.